Also der Moment, kurz bevor du den ersten Drop-In machst, ist Nervenkitzel pur. Weil es geht einfach 90 Grad bergab und es ist ähnlich wie ein Hecht ins Wasser. Man muss sich komplett nach vorne lehnen und dann sich fallen lassen. Es ist einfach das Gefühl zu fliegen, schwerelos und dann auszufahren. Die Leute fragen dich, deine Eltern, deinen Ausbilder, was willst du mal werden, was hast du für ein Ziel und so. Und sobald du den Leuten was erzählst, verfliegt der Zauber ein Stückchen. Also war mir das auch ganz wichtig. Es geht niemandem was an, was ich mal machen will und wo die Reise hingeht, was mein Ziel ist. Behaltet es für euch und arbeitet dran und zieht's durch. Hallo Skateboarder und hallo in die Welt. Mein Name ist Tom. Ich fahre seit 20 Jahren Skateboard und zusammen mit meiner Frau leite ich eine Skateboard-Schule und Skateboard-Online-Shop. Ich bin zum Skaten gekommen, da bin ich mit meinen Eltern im Auto an einem Skatepark vorbeigefahren und ich habe einen Skateboardfahrer gesehen, der hat einen Kickflip gemacht. Das fand ich dann so faszinierend und ich habe es einfach nicht verstanden, wie sowas funktioniert, dass ich das unbedingt auch lernen wollte. Ich skate, weil es mir brutal Spaß macht. Ich kann mein Skateboard am Boden schmeißen, losfahren, wann ich will. Ich bin total unabhängig als Einzelsportart. Es ist auch noch gesund für den Körper. Es ist ja auch nicht nur ein Lifestyle, sondern auch eine Sportart, in der ich mich total wohlfühle, weil man auch mit seinen Tricks, die man lernt, sich total selbst entfalten kann. Es gibt ja auch eigene Tricks, die man erfinden kann oder so. Jeder entwickelt seinen eigenen Style und ich bin da eher so bei Oldschool und Pool in der Richtung unterwegs. Pool sind die alten Swimmingpools in Amerika, wo die Sonne dieses Wasser verdunstet hat aus den Pools, sind die Skater irgendwann drauf gekommen, in diesen Pools Skateboard zu fahren. Ja, wir bieten ja auch Skateboardkurse für Anfänger und Fortgeschrittene an. Die sind meistens so 7 Jahre bis 12. Wir hatten aber auch schon sehr viele Erwachsene Skateboardkurse und da war der Älteste 75 tatsächlich. Dann kommen die zu uns und buchen meistens einen Privatkurs, das ist so eine Einzelstunde. Und in der lernen die die Basics: Anschubsen, Bremsen, Kurven. Und wenn sie das schon können, dann erste Anfängertricks, so wie Schnellstart, draufspringen, runterspringen, ein bisschen schneller fahren und ein paar erste Tricks. Ja, also in den ersten Wochen, Monaten, Jahren kann man auf jeden Fall einiges lernen. Man lernt da am meisten, würde ich sagen. Viele Kids kommen 10-mal, 20-mal, viele kommen nur einmal. Klar, die haben es ausprobiert und gefällt ihnen nicht. Dafür ist ja auch der Anfängerkurs da. Und dann gibt es solche Kandidaten wie den Moses, der halt schon mit 5 Jahren die 3-Meter-Rampe runterfährt. Und den habe ich jetzt schon 2 Jahre unterrichtet. Und was kann ich euch auf den Weg geben? Probiert Skateboardfahren aus. Stellt euch mal drauf, checkt es aus. Es ist nicht so schwer, wie es aussieht. Und wenn ihr Tipps braucht und Hilfe, wir helfen euch gern. Wir sind da und dafür haben wir eine Skateboard-Schule.